Am vergangenen Sonntag eröffnete Lutz Sebastian seine Fotoausstellung Alltag der Pressefotografie im Mehrgenerationenhaus Ölmühle in Roßlau. Auf 20 gerahmten Farbfotos sind Momente aus Sport, Politik, Kultur und Alltag festgehalten. Stadtansichten, Personenporträts, Hochwasser, Natur, Tiere, Theaterfotos und vieles mehr sind in der Ausstellung zu betrachten. Die öffentliche Präsentation in der Ölmühle ist mittlerweile Sebastians dritte in Dessau-Roßlau. Das kam dadurch, dass ich schon in Dessau zwei Ausstellungen hatte, einmal im Avendi in Kochstedt und einmal im Kunstraum 22. Das war gut besucht und da sprachen die Leute mich von der Ölmühle an, ob sie nicht hier auch mal ein paar Bilder aufhängen können und eine Ausstellung machen und so. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht in Roßlau? Aus dem Alltag in Dessau-Roßlau ist der stadtbekannte Pressefotograf mit dem Basecap schon lange nicht mehr wegzudenken. Bei regionalen und öffentlichen Veranstaltungen und Anlässen fotografiert er bereits seit über 40 Jahren. Als freiberuflicher Pressefotograf arbeitet Sebastian seit 1975 in allen Bereichen der Fotografie, regional von 1975 bis 1996 in seiner Heimatstadt Halle-Saale und seit 1996 in Dessau-Roßlau. Man muss erst mal immer vor Ort sehen. Man kennt ja das Ereignis nicht vorher. Man muss ja vor Ort sehen, was sich da entwickelt und muss dann immer eigentlich auch mit dem Auge des Lesers ein Bild aufnehmen. Dass das nicht für mich nur interessant ist, sondern für den, der es sich anschaut. Wenn das Motiv das natürlich auch nicht ergibt, wird es ein Alltagsfoto. Ja. Aber im Grunde genommen ist es immer für den Leser, dass der sagt, ja, der hat seine Arbeit gut gemacht. Die Ausstellung wird bis zum 10. Juli in der Ölmühle in Roßlau in der Hauptstraße 108a gezeigt. Besuchzeiten der Galerie sind Dienstag, Donnerstags und Sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.